Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Wochenupdate, Woche 9. Kommen wir zum Montag. Am Montag bin ich in die Woche gestartet mit Autofotos für den Motormarkt mit dem lieben Oliver. Das war auch ganz erfolgreich, denn als ich mit Andreas zusammen die ganzen Stadtteilwahrzeichen fotografiert habe für die Wahl, was jetzt so nach und nach online geht, auch diese Woche ist wieder was online gegangen, habe ich ja so ein paar Stadtteile halt kennengelernt. Und das habe ich auch dafür jetzt nutzen können, für den Motormarkt, also für diese Autofotos, soll man ja meistens oder immer eigentlich ein Wahrzeichen nehmen oder irgendwas, was die Leute in Bremen erkennen, dass es halt in Bremen gemacht wurde, die Fotos, oder erstellt wurden. Und so haben wir am Montag mit den Autofotos welche genutzt an einem Bahnhof. Central Station oder so heißt das Ding. Genau, da haben wir die Autofotos gemacht und noch ein paar weitere. Das war so zum Montag und das war der Montagvormittag. Dann kam Andreas vorbei. Andreas hat nämlich seine letzten Sachen abgeholt aus seinem Zimmer und hat sich dann quasi bei der Arbeit verabschiedet. Da bin ich so ein bisschen mit ihm mitgegangen, hab nochmal mit ihm gesprochen und ja, Andreas ist jetzt ausgezogen. Die WG ist jetzt hier leer. Ich bin ja alleine hier. Der nächste neue Praktikant kommt im Juni, Juli. Ich glaube Juli. Ja, solange muss ich alleine hier durchhalten. Das war der Montag. Am Dienstag habe ich meine Fotoreportage fotografiert. Also am Vormittag habe ich noch Fotos bearbeitet, Fotos sortiert, ein bisschen recherchiert. Und dann ging es Richtung Mittag. Vor dem Mittag war noch eine Frau aus der Verwaltung hier, um quasi die Wohnung abzunehmen, weil ja Andreas auszieht oder ausgezogen ist, war er noch einmal da und hat mit ihr zusammen, ist einmal durch die Wohnung gegangen, durch die ganzen Räume, um zu zeigen, ja, alles ist fein, damit er seine Kaution wieder bekommt. Dann ging es Richtung Mittag, da habe ich ja die Fotos bearbeitet vom Vortag und ab 14:30 habe ich dann den Wagen genommen. Ich habe nämlich einen Wagen bei der Arbeit reserviert und gemietet gehabt für mich, um mit meinem Volo gemeinsam zum Klärwerk zu fahren, nämlich die Fotoreportage Klärwerk. Da habe ich ja lange darauf hingearbeitet, eigentlich schon seit Woche 1, wo ich hier war, habe ich probiert, diesen Termin hinzubekommen. Nach 9 Wochen hat es auch endlich mal geklappt. Und da haben wir dann halt, habe ich dann die Fotos gemacht. Und es war auch ein echt spannender Termin. Ich habe die Drohne mit dabei gehabt, ein paar Luftbildaufnahmen gemacht. Wir haben viel gelernt. Wir waren vom Labor über die Leitwarte, über das Kraftwerkshaus, weil die haben da Faultürme, um Methan zu erzeugen. Mit dem Methan wird Strom erzeugt, da das ganze Ding quasi autark ist, also genug Strom produziert für sich selber, die Anlage. Und dazu ist noch eine Windkraftanlage auf dem Gelände, das auch nochmal für das Unternehmen bzw. für das Klärwerk Strom erzeugt. Und dann haben wir uns einmal angeschaut, wie es dann, wie draußen das Wasser geklärt wird. Und da haben wir erfahren, dass Q-Tips wohl ganz schlimm sind, immer durch die Sachen durchkommen. Und da haben wir auch ein paar gesehen. Ich habe Fotos gemacht und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Fotoreportage. Ja, da war ich auch länger als gedacht. Eigentlich war nur angedacht bis 17 Uhr. Wir waren noch, glaube ich, bis 18 Uhr mindestens dort. Ja, das war der Dienstag. Kommen wir zum Mittwoch. Mittwoch gab es wieder das übliche grüne Sofa-Treffen mit meinem Chef, mit Stefan. Und da habe ich dann erstmal erzählt, wie es so lief mit der letzten Reportage, die eine Woche davor lief, mit dem Second-Hand-Laden. Dann jetzt die Reportage mit dem Klärwerk. Dann haben wir über zukünftige Reportagen gesprochen, haben Ideen ausgetauscht. Er hat mir Rückmeldungen gegeben. Dann habe ich ihm auch schon die ersten Fotos gezeigt von der Second-Hand-Fotoreportage. Aber es war noch ein grober Überblick. Das waren noch, glaube ich, zu viele Fotos. Ich glaube, 30, 40 Stück. Die muss ich nochmal runter reduzieren, damit ich ihm nächste Woche Mittwoch, zeige ich dann meine Auswahl an Fotos für die Second-Hand-Fotoreportage und meine Auswahl an Fotos für die Klärwerk-Story. Also bei beiden drucke ich die Bilder aus nächste Woche
und werde ihm dann meine 8, 9 Favoriten, womit ich die Story bauen würde, an die Wand hängen und dann diskutieren wir darüber. Aber dazu nächste Woche mehr. Genau. Das war das. Dann gab es am Mittwoch die Info, dass mal wieder neue Fotos gebraucht werden von einem Karstadt-Gebäude, da ja Karstadt aktuell viel in aller Munde ist und viel diskutiert wird und da die ja eventuell pleite gehen oder pleite sind, Insolvenz haben sie ja angemeldet, wie es da halt so demnächst weitergeht. Da braucht man einfach anstelle immer wieder dasselbe Foto zu nehmen, mal wieder neue kreative Fotos. Da wurde ich dann gefragt, ob ich die machen könnte. Ich habe es dann auch probiert, bin dann direkt rausgegangen, habe ein paar Fotos gemacht und die online gestellt. Ich glaube, die wurden auch mittlerweile benutzt, glaube ich. Da muss ich nochmal nachgucken. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, wie kann man denn noch kreativ neue Fotos da machen mit der Drohne. Also habe ich dann beim Tower mich gemeldet, habe einen Antrag gestellt für einen Drohnenflug. Man muss es ja immer mit 7 bis 10 Tage Vorlauf machen. Habe den Antrag gestellt, der wird auch genehmigt. Heißt, nächste Woche kann ich dann dort in der Altstadt Drohnenfotos machen. Legal. Ja. Habe dann den restlichen Tag noch am Mittwoch die Fotos bearbeitet von der Fotoreportage Klärwerk. Die sind jetzt alle fertig. Das war der Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Nicht wundern, ich nehme das heute am Donnerstag auf, dazu kommen wir gleich. Erstmal heute Donnerstag. Heute war der Zukunftstag. Früher hieß es auch Boys and Girls Day. Der wurde jetzt umbenannt und ist bundesweit einheitlich der Zukunftstag, wo Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse, 5. oder bis 9. Klasse, ungefähr irgendwie so in dem Bereich, in Jobs einen Tag reinschnuppern können. Da sollte ich heute die Fotodokumentation beim Weser Kurier übernehmen und habe dann quasi von Anfang bis Ende alles begleitet mit der Kamera. Die Kinder kamen an, den Kindern wurde etwas erklärt, beigebracht, was auch die Kinderzeitung ist, darum ging es heute auch so ein bisschen. Und dann war ein Termin, wo die Kinder vorher sich Fragen überlegt hatten und der Termin war dann im Rathaus hier in Bremen. Dort durften die Kinder den Bürgermeister Bovenschulte treffen und ihnen ein paar Fragen stellen. Da war ich auch dabei, war echt, das Rathaus von innen ist echt mega schön. Und da haben wir dann Fotos gemacht und ja, dann ging es wieder zurück zum Pressehaus. Da haben die Kinder einmal dann zum Mittag gegessen und danach durften die Kinder noch einmal ins Büro, wo die Kinderzeitung erstellt wird. Das war spannend. Danach habe ich bis jetzt gerade eben die Fotos bearbeitet. Die sind jetzt fertig und auch hochgeladen schon. Das ist zu heute. Das heißt, das Bearbeiten hat den ganzen Nachmittag gedauert. Auch mit der Verschlagwortung richtig die ganzen Metadaten zu setzen, das braucht einfach Zeit bei mir, weil ich ja nicht so gut im Schreiben bin und ich versuche da keine Fehler zu machen, obwohl trotzdem immer mal wieder Fehler auftauchen durch meine Leserechtschreibschwäche. Aber egal, das will ich jetzt nicht irgendwie als Ausrede nutzen, aber es besteht halt so. So, deswegen, das ist heute Donnerstag gewesen. Morgen am Freitag habe ich einen Termin mit dem lieben Kollegen von der Seite 3, der die Seite 3 macht, Hagedorn. Mit ihm fahre ich morgen Fotos machen. Ein kleiner Nachtrag von mir. Es ist jetzt Sonntag morgens in der Nacht, Sonntagnachts. Ich wollte einen kleinen Nachtrag machen zum Freitag, was Freitag passiert ist. Am Freitag bin ich frühmorgens zum Pressehaus gefahren und habe mich dort mit Hagedorn getroffen. Mit Hagedorn bin ich gemeinsam nach Holzminden gefahren, um dort das aktuelle Thema Wärmepumpen ein bisschen näher zu betrachten. Erdwärme, Luftwärme und Wasserwärme. Wie man da quasi, wie eine Wärmepumpe funktioniert, wie die gebaut wird. Wir durften dann quasi ein bisschen in diese Firma eintauchen und gucken, wie die gebaut werden. Uns wurde das erklärt. Das war total spannend. Und haben auch gesehen, woher quasi die Firmengeschichte so ein bisschen kommt. In Berlin gegründet, mit Tauchsiedern quasi erfolgreich geworden, Durchlauferhitzer auch sehr stark am Markt und jetzt die Wärmepumpen. Das war echt sehr spannend. Ja, hier sind ein paar Bilder. Und das war es echt zum Freitag. Danach bin ich direkt nach dem Freitag für ein privates Projekt
nach Holland gefahren, um da ein paar Fotos zu machen und bin jetzt gerade erst wiedergekommen. Bin fix und fertig. Deswegen sage ich jetzt einfach nur gute Nacht. Bis demnächst. Über ein Like, Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao.